Dein Name? Michael Büskens, nur keiner nennt mich Michael. Dein Alter? 53. Deine Position? Co-Trainer in der Lizenzspielermannschaft. Dein größter Erfolg? Jedes gewonnene Spiel. Deine größte Schwäche? Schokolade. Bujo, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich denke, Zeit ist in diesen Tagen mit deiner neuen Rolle als Co-Trainer sicherlich sehr kostbar für dich, oder? Ja, definitiv. Also das Leben hat sich schon in den letzten Monaten eigentlich sehr für mich gewandelt. Ja. Nach dieser 1:5 Niederlage in Stuttgart ist ja einiges in Bewegung gekommen hier im Verein. Hast du nach der Anfrage von Peter Knebel um Bedenkzeit gebeten oder war es für dich schnell klar, dass du dich da in dieser Form einbringen möchtest? Nee, das war eigentlich relativ schnell klar, dass ich mich genau in dieser Form eingeben möchte oder einbringen möchte und nicht in einer anderen Form. Warum? Also in dieser Form? Ja, weil ich glaube, dass es das ist, wo ich nachhaltig was beeinflussen kann für den FC Schalke 04. Und daran lag mir. Was hat deine Frau gesagt, als du gesagt hast, du, Schatz, ich bin jetzt wieder jedes Wochenende unterwegs? Du, die ist schon einiges gewöhnt über die fast 30 Jahre, die ich sie jetzt kenne. Also von daher wundert sie sich über nichts mehr. Hast du denn sonst auch die Wochenenden auf dem Fußballplatz verbracht? Zum Teil schon, natürlich Corona-bedingt weniger als sonst, aber zum Teil schon. Also alle Heimspiele habe ich sowieso gesehen, ne? Weil ich ja schon seit einigen Monaten auch Leuten zugearbeitet habe, die in der sportlichen Verantwortung standen. Und natürlich habe ich mir auch die Spiele der U23 angeschaut, U17, U19. Das fällt ja jetzt schon seit Monaten aus. Auf das Thema kommen wir später noch. Es wurde festgelegt, dass du jetzt langfristig als Co-Trainer für diesen Verein arbeiten sollst. Du hast bei Fürth, Düsseldorf und Rapid Wien auch als Cheftrainer gearbeitet. Warum hast du dich dazu entschieden, dich als Co-Trainer jetzt einbinden zu lassen? Ja, habe ich ja eben eigentlich schon gesagt, weil es mir um eine Nachhaltigkeit geht. Ich glaube, jeder weiß, wie sehr ich mich diesem Verein verbunden fühle, wie viel Emotionen und Herzblut drinsteckt, wenn ich über FC Schalke 04 rede. Und das ist, glaube ich, die beste Position, wo man langfristig etwas bewegen kann. Sprich, wo ich mich dann auch mit Spielern beschäftige, die vielleicht aktuell noch nicht so eine große Rolle spielen, aber in den kommenden Jahren für uns sehr, sehr wichtig sein können. Und du hast es gerade gesagt, ich war auf diversen Stationen als Cheftrainer. Ich weiß, wie sich das anfühlt, mit Für und Wider, weiß ich, wie sich das anfühlt. Was das auch manchmal für Auswirkungen auf einen selbst hat. Und das wollte ich nicht mehr. Ich weiß aber auch, dass wenn man halt Cheftrainer ist, gerade bei so einem großen Verein wie Schalke 04, dann hast du so viele Themen zu bespielen und dann ist nicht dein Hauptthema vielleicht, hey, wen haben wir in der U17, U19, U23, was ist mit den jungen Spielern, die vielleicht im Moment noch hinten dran sind? War das meins? Hört sich gut an. Und was kostet das in der Kabine, wenn das Handy in der Ansprache klingelt? Ich habe es normalerweise immer lautlos. Ja, von daher, also ich glaube, das wäre auch so teuer. Weißt du? Nee, das lasse ich mal. Nein, aber deshalb weiß ich, dass du nicht alle Themen als Cheftrainer bespielen kannst mit hundertprozentiger Intensität und ich sehe mich da unterstützend, ja, dass ich auch einen Austausch habe mit den Verantwortlichen in der Knappenschmiede, dass ich B auch den Zugang zu den jungen Spielern habe, dass ich ihnen beratend zur Seite stehe, fördernd und auch fordernd natürlich. Und dass ich, was jetzt weniger mit dem Sport zu tun hat, aber dass ich ihnen auch so wieder Schalke-typische Werte vermittle, dass wir mit diesen Spielern eine Identifikation schaffen, mit dieser Stadt, mit dem Verein, weil ich sage immer, als ich 1992 hier hinkam und das erste Mal
glaube, es war der 1. Juli, durch das Tor an der Geschäftsstelle fuhr. Da war Schalke für mich ein Verein wie jeder andere auch. Aber in den knapp 30 Jahren hat sich doch da von dieser Perspektive einiges verändert. Und wenn es bei mir geklappt hat, dann kann es auch bei jedem anderen jungen Spieler klappen. Wie schwierig ist das? Greifen wir das Thema, ich hätte es später erst angesprochen, aber dann ziehen wir das Thema mal vor. Wie wichtig ist es den jungen Spielern, die zum Teil ja auch aus dem Ausland zu uns kommen, dieses Schalke-Gen zu implementieren? Ich erachte das als sehr, sehr wichtig, weil ja, wir sagen, wir sind der geilste Club der Welt. Ja, für mich sind wir das auch, aber wir sind natürlich auch ein Club mit Stärken und Schwächen. Und du musst dich, finde ich, wenn du Spieler bist bei unserem Verein, dann musst du dich drauf einlassen. Dann musst du wissen, was das bedeutet. Dann musst du wissen, wie sehr dieser Club die Menschen berührt. Ja, das ist kein normaler Arbeitgeber. Das geht weit über das hinaus, finde ich. Und ich glaube, wenn du ein Gespür dafür bekommst, wie die Menschen hier ticken, wie sie fühlen, wie sie leiden, wie sehr sie auch dich lieben, wenn es läuft, dann hilft dir das, diesen Verein zu verstehen. Und dann, glaube ich, dann kommst du auch leichter an diese 100% oder bist dann auch mal in der Lage, Grenzen zu überschreiten. Nach deiner Verpflichtung kam Demi Gramozis mit dazu. Weißt du, inwieweit er schon eingebunden war in das Thema, dich auf dieser Position als Co-Trainer zu installieren? Ja, das weiß ich, weil ich bei einem der Gespräche, aber ich glaube beim ersten Gespräch mit Demi war ich dabei, weil ich ja da auch in der Taskforce war. Da war ich dabei und da wurde das auch angesprochen. Also er kam jetzt nicht und war überrascht, dass ich da auf einmal im Büro sitze. Aber ich habe ihm auch von Anfang an gesagt, wie ich meine Rolle sehe, nämlich unterstützend und nicht so behindernd, ne? Sondern ich möchte ihm helfen, weil es geht um Kontinuität. Und wir haben jetzt so viele Trainer in den letzten Jahren gehabt, wir haben so viele Manager in den letzten Jahren gehabt. Und ich glaube, das, was wir am meisten brauchen, am ehesten brauchen, ist Kontinuität auf den Positionen bei den handelnden Menschen in diesem Verein. Ja, damit wir auch wieder eine Strategie haben, damit wir die nicht im 3-, 4-, 5-Monats-Rhythmus wechseln, sondern dass wir daraus auch aus dieser Kontinuität auch Kraft schöpfen können. Mir ist jetzt gerade da ein Aspekt spontan eingefallen. Inwieweit muss man da aber aufpassen oder läuft man da Gefahr, wenn Leute von außen dazukommen, gerade auf so entscheidenden Positionen wie der Cheftrainerposition, und deine Rolle ist, die Werte des Vereins zu vertreten, dass man schnell mal in so eine Schublade des, ich will jetzt nicht sagen, oder doch ewig gestrigen rutschen könnte? Nein, das ist ja, pass auf, es gibt ja Wurzeln, ja, die dafür gesorgt haben, dass der FC Schalke 04 so ist, wie er ist. Ja, und dann gibt's natürlich auch Entwicklungen. Das ist doch ganz normal. Ja, aber wir dürfen doch auch unsere Wurzeln nicht vergessen, unsere Werte nicht vergessen. Ja, wir müssen doch dahin kommen, dass wir wieder füreinander einstehen. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich der Zukunft verschließt, beileibe nicht. Ja, sondern, also ich meine, die Bayern sagen mir, ja, das sagen die seit 40 Jahren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben die sich weiterentwickelt. Ja, aber die Basis ist halt dieses Gefühl. Deswegen sind ja auch so viele ehemalige bei Bayern auf den Positionen der handelnden Leute. Ja, schau sie dir an von Hoeneß, Salihamidzic, Kahn, Rummenigge, ja, Hermann Gerland, der schon seit 30 Jahren da ist. So, und wenn man zu mir in 10 Jahren sagt, pass auf, das, was der Hermann bei den Bayern gemacht hat, das hast du auf Schalke erreicht, dann glaube ich, dann können wir alle zufrieden sein. Mhm. Außerdem seid ihr jetzt im Trainerteam noch mit Sven Piepenbrock und auch Matze Kreuzer ist noch weiter mit dabei. Wie teilt ihr euch in diesem Team mit Demi zusammen auf? Es gibt da einen guten Austausch. Wir haben auch wieder Umbaumaßnahmen vorgenommen, sodass wir jetzt alle in einem Büro sitzen, dass wir halt
sehr, sehr kurze Wege haben. Und ich glaube, das ist ein sehr vernünftiger Ansatz. Also da fühle ich mich jetzt nicht ausgeschlossen, ne? Weil ich jetzt das erste Mal mit Dimi zusammenarbeite oder so, sondern ich glaube, dass jeder von uns von Dimi auch mitgenommen wird. Ist das ein gutes Gefühl, einfach auch so als Trainer-Team wieder ein Team zu sein, wenn man so zusammensitzt? Ich glaube, das müssen wir generell begreifen, dass wir im Miteinander wahnsinnig viel erreichen können. Und das hat aber nichts alleine mit der Trainerkabine zu tun. Das kann man ja aufs ganze Gelände ausweiten. Wir müssen wieder ein Schalke werden. Wir wissen, dass unser Verein eine wahnsinnige Energie in sich trägt, aber die Energie muss auch in eine Richtung fließen. Und dann werden wir auch erfolgreich sein. Ja? Und ich für meinen Teil möchte dazu alles beitragen. Du hast gerade schon erwähnt, du bist auch ein bisschen dieses Bindeglied zwischen Knappenschmiede und Profis. Du guckst dir die Spiele der Nachwuchsmannschaften an, guckst, wer sich da wie entwickelt. Inwieweit, welche Position nimmt diese Knappenschmiede im Bereich der Profiplanung ein, gerade auch im Hinblick auf unsere aktuelle Situation? Ja, das ist ja relativ einfach. Also wenn du wirtschaftlich nicht mehr so viel zur Verfügung hast, dann musst du natürlich verstärkt auf die Knappenschmiede achten und du musst eigentlich bereit sein, jetzt in die Knappenschmiede auch vermehrt wieder zu investieren. Ja, weil wir halt sagen müssen, dass wenn dann Spieler ein Alter und ein Niveau erreicht haben, dann reden wir über Ablösesummen, die für uns dann auch schwer zu bezahlen sind. Also müssen wir erst recht in dieser Situation wieder auf unsere Knappenschmiede achten und sie auch wieder stärken. Ja, und mein Vorteil ist ja der, dass ich ja nicht nur Ex-Spieler dieses Vereins war und auch mehrmaliger Interimstrainer und Co-Trainer, sondern ich habe ja selbst auch in der Knappenschmiede gearbeitet. Also ich kann mich sehr, sehr gut in die Position von Thorsten oder auch von Norbert hineinversetzen. Und ich glaube, das ist dann auch ein Vorteil. Wichtig ist im Fußball der Kopf, gerade bei diesen jungen Spielern. Diese Serie, die wir gerade erleben, ist für uns, die wir schon lange mit diesem Verein reisen, unerträglich. Aber was macht das mit so einem jungen Spieler? Also ich glaube, der ganz junge Spieler, so wie Kerim jetzt, ne, der kommt ja von außen rein in dieses Team und der ist noch so unbefangen. Ne? Der spielt einfach so frei von der Leber heraus. Wenn du natürlich jetzt in diesen letzten 14 Monaten Teil des Teams warst, mit wie vielen Siegen? 4 Siegen, glaube ich. Ja, dreimal im Pokal. Wettbewerbsübergreifend, ja. Genau, und einmal in der Meisterschaft. Dann ist das natürlich ein Wahnsinn. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so lange in der Position beim Team, aber auch vorher hat mich das nicht mehr gut schlafen lassen. Also ich weiß nicht, es gibt viele, viele Nächte, wo du dann nachts wach wirst und dir sagst, hey, das kann doch alles nicht wahr sein, was wir gerade hier erleben. Ja, was müssen wir angestellt haben, dass wir so etwas erleben müssen. Aber es ist halt so, wie es ist. Es gilt halt jetzt auch, diese Situation so anzunehmen und nicht zu jammern, sondern auch nach vorne zu schauen. Und natürlich ist das wirklich auch belastend für die Jungs. Also man tut immer so, ja, komm, das sind Profis und hochbezahlte Profis, die müssen auch damit umgehen können. Man vergisst aber, dass hinter den Initialien oder auch hinter der Rückennummer eine Seele steckt. Also das macht ja was mit dir. Ja? So, du haust in jede Trainingswoche viel Energie und möchtest dich natürlich am Wochenende dafür belohnen. Und du schaffst es einfach nicht. Das ist ein Umstand, ein Zustand, der schon heftig ist, der wirklich heftig ist und wo du aber nicht erwarten musst, dass jetzt von außen dir jemand hilft,
sondern aus dieser Scheiße kannst du dich eigentlich nur alleine, sprich als Gruppe rausziehen. Du redest viel mit den jungen Spielern auch beim Training persönlich. Was versuchst du denen mitzugeben, um aus dieser Situation einfach insoweit rauszukommen, als dass sie mit einem einigermaßen klaren Kopf am Wochenende auf den Platz gehen können? Ja, das ist, dass wenn du durch diese Phase, durch dieses Tal gegangen bist, ja, dann bist du eigentlich mental auf einem höheren Niveau. Also ich meine, was Schlimmeres kann dir ja kaum sportlich passieren. Ja, also gilt's ja auch, das hört sich jetzt ziemlich dämlich an, aber auch aus dieser Situation eine gewisse Stärke zu ziehen. Ja, das ist komplett, also total brutal, was die Jungs da teilweise erleben. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, am Ende des Tages musst du dir nur selbst helfen, musst du dir als Gruppe nur helfen. Und wir werden nicht auf einen Schiedsrichter hoffen können, ja, wir werden nicht auf die DFL hoffen können, nee, sondern wir müssen uns auf uns selbst verlassen. Na? Und das schaffst du nur, wenn du auch die Energie in der Mannschaft bündeln kannst. Ja, und da müssen wir hinkommen, so schwer die Situation auch ist. Du warst selbst erfolgreicher Fußballspieler. Du bist UEFA-Cup-Sieger geworden, Vizemeister geworden, DFB-Pokalsieger geworden. Aber du hast auch immer von dir gesagt, dass du nie der talentierteste Fußballer gewesen bist, sondern dir einfach ganz viel durch Einstellung, Ehrgeiz und Moral erarbeitet hast. Kannst du das, was du dir selbst erarbeitet hast, den jungen Spielern mitgeben? Kannst du denen das vermitteln? Kannst du das auch mit denen trainieren? Das ist mein Ziel. Aber weißt du, warum du das Wort talentiert nicht so richtig über die Lippen bekommen hast? Weil du eigentlich wusstest oder weißt, dass ich sehr talentiert war. Ja, und deswegen hattest du Probleme jetzt bei dem Wort. Nein, aber natürlich. Also ich meine, weißt du, meine Karriere, die war ja relativ erfolgreich. Dadurch, dass ich bei einigen Titeln dabei sein durfte und dass ich 370 Bundesligaspiele absolvieren konnte. Aber die war auch steinig. Ja? Also ich musste einen Umweg gehen. Ich habe in der Jugend keine große Rolle gespielt. 2 Jahre B2, 2 Jahre A2 war das. Ich wurde dann ausgeliehen zu einem Fünftligisten und bin dann über die Amateure bei der Fortuna dann Lizenzspieler geworden. Also mir ist nichts in den Schoß gefallen. Und viele, die sich nur auf Talent verlassen haben, auch in meiner Zeit, die habe ich locker überholen können auf der Autobahn. Und das ist etwas, was ich den Jungs natürlich mitgeben kann. Also dieser Weg, dieser Entwicklungsweg, der geht nicht einfach nur steil bergauf, ne? Sondern du wirst halt auch mal auf der Karriereleiter vielleicht mal zwei Sprossen runterfallen. Aber gerade das muss dich motivieren, gerade das muss dich antreiben, härter zu arbeiten. Und du darfst dich halt nicht blenden lassen von den Annehmlichkeiten, die dieses Metier natürlich auch mit sich bringt. Also schau dir das heutzutage an. Ne? Schau dir das an, wenn du dich in den sozialen Netzwerken bewegst, wie die Spieler sich teilweise definieren über große Autos, das eine oder andere Topmodel vielleicht, ja, sondern das war nicht das, weshalb wir alle zum Fußball gekommen sind, sondern wir sind zum Fußball gekommen, weil wir das Spiel lieben. Ja? Und wir haben nicht beim ersten Tritt gegen den Ball gedacht, oh, hey, wenn mir das ungefähr noch 1 Million Mal gelingt in meinem Leben, ja, und ich dadurch erfolgreich bin, dann kaufe ich mir einen Ferrari, einen Lamborghini oder einen Mercedes AMG. Nee, wir wollten in so einem Stadion spielen, wir wollten vor 60.000 spielen, wir wollten Spiele gewinnen. Das war unser Antrieb. Und der Antrieb war nicht das, was man sich dann vielleicht später erlauben, ermöglichen kann. Das war es nicht. Und das sehe ich auch als wichtigen Punkt an, wenn ich junge Spieler begleite. Letzte Woche bin ich mit ihnen auch mal vor die Tür des PLZs gegangen und hab gesagt, Jungs, schaut euch auf diesen Parkplatz um. Ja? Da stehen teilweise geile Karren. Aber deswegen haben wir nicht alle angefangen, Fußball zu spielen. Sondern wir haben angefangen, weil wir das Spiel geliebt haben. Und in dem Moment, wo ihr das verliert, ist eure Karriere vorbei. Ja? So, wenn man sich dann später ein teureres Auto erlauben kann, einen vernünftigen Wohnraum, ja, dann ist das in Ordnung. Aber das war nicht euer Antrieb. Und
Ja, wir wissen, dass die Gefahren nicht weniger geworden sind, weil du von wahnsinnig vielen hofiert wirst, weil der Fußballer an sich heute ein anderes Ansehen hatte, als es zu meiner Zeit war, 1989. Ja, wurdest du noch gefragt, ja, und womit verdienst du dein Geld? Ja, so. Heute stellt ja keiner mehr die Frage. Und deswegen, es geht nicht darum, zu sehr in der Vergangenheit zu leben, aber es geht darum, vernünftig mit der Gegenwart umzugehen. Ja, und da musst du manchmal, wenn du es gut mit den Jungs meinst, da musst du manchmal hart zu ihnen sein. Ja, und das sehe ich auch als meine Aufgabe an, weil, ja, ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, ich sage jetzt nicht den Namen des Spielers, der hatte dann einen Vertrag unterschrieben, ja, das war zur Zeit von Hüb, nach Domenico. Und der hatte am Tag nach seiner Vertragsunterschrift, hatte der auf einmal einen anderen Rucksack, ja, einen anderen Rucksack mit vielen Blinky-Blinky-Steinen. Und davor hatte der immer einen Rucksack von seinem Ausrüster. Dann war es mein Auftrag, diesen Rucksack zu nehmen und den in die Tonne zu schmeißen. Ja? Weil, bleib immer bei dir, bleib authentisch, arbeite hart, wenn du eine lange Karriere haben willst. Wenn du nur ein One-Hit-Wonder sein willst, ja, dann beschäftige dich mit diesen anderen Dingen. Ja? Dann schau, dass du ein vernünftiges Auto fährst. Dann schau, dass dein Rucksack blinkt wie eine Disco-Kugel. Ja, dann mach das, dann achte darauf. Aber dann schwöre ich dir, Mitte 20, ja, fährst du wieder Opel Corsa. Gibt's den überhaupt noch? Glaub ja. Ja, weil ich bin mit einem Opel Corsa das erste Mal durch dieses Tor gefahren. Aber dann bist du halt auch selbst schuld. Ne? Und das sehe ich, wie gesagt, auch als einer meiner Aufgaben an. Das ist nicht immer angenehm, aber das soll immer im Sinne der Jungs sein. Da waren ziemlich viele gute Aspekte drin. Glaubst du, dass die Fans genau diese Entwicklung, gerade bei einem so emotionalen und menschlich sensiblen Verein wie dem FC Schalke 04, glaubst du, dass die Fans vielleicht zu sehr vermissen, dass junge Spieler, wenn sie bei uns anfangen, klar, die werden von ihren Beratern, wird denen schnell mitgeteilt, du bist einer der Größten, deine Karriere läuft und so weiter. Glaubst du einfach, dass sie auch von außen her durch diese Einflüsse viel zu schnell einfach auch denken, ja, ich habe es jetzt geschafft, satt sind und nicht hingehen und sich einfach das, was wir vorhin gesagt haben, durch Einsatz, Kampf, Arbeit versuchen, einfach noch den nächsten Schritt zu machen? Ja, also pass auf, wir dürfen uns auch nicht nur über Einsatz, Kampf und Arbeit definieren. Ne? Keine Frage. So, weil der Schalker Kreisel, ne, der konnte ja auch Fußball spielen. Aber es geht für mich auch immer ein Stück weit um Identifikation. Ich habe es ja gesagt, als ich 92 durch dieses Tor fuhr, war Schalke für mich ein ganz normaler Club. Als ich dann mein erstes Derby gespielt habe, das war der 22.08.92, ich weiß es so genau, weil meine Frau da Geburtstag hat, da habe ich gedacht, wo bin ich hier gelandet? Weißt du, so die Leute haben bei Bosch gefeiert draußen, bei Görsmeier gefeiert. Und ich kam jetzt aus Düsseldorf und Düsseldorf war Eishockey die Nummer 1. Danach kam vielleicht lange, lange Zeit nichts und dann kam irgendwann die Fortuna. Also das war für mich ein positiver Kulturschock. Und ich glaube, auch damals hatten die Leute kein Problem damit, dass wir für damalige Verhältnisse auch gut verdient haben. Ja? Und ich glaube, die Menschen neiden es auch nicht den Spielern. Ja? So, weil so ist halt die Zeit. Heute wird halt sehr, sehr viel verdient. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn mir jemand einen Vertrag hinlegen würde, der so dotiert wäre wie bei einem Topspieler von uns, ja, dann würde ich den auch unterschreiben. Und ich glaube, hier, ihr würdet mir gerne folgen dann. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist, dass du dich halt darauf einlassen musst, Teil von Schalke 04 zu sein. Und dass du in dieser Zeit, in der du für diesen Club arbeitest, musst du alles rausholen für diesen Club. Dann hast du auch nie ein Problem. Also so habe ich es zumindest empfunden. Dann können die Leute auch sehr gut damit leben, wenn du mal ein Spiel verlierst oder so. Aber es geht darum, dass du die Farben gut vertrittst. Ja? Diese Verantwortung hast du als Spieler.
als junger, als älterer Spieler. Diese Verantwortung haben wir als Trainer, generell als Verantwortlicher. Geht es darum, ein Stück weit unserem Verein zu dienen. Und da geht es nicht darum, dass du dich vielleicht über den Verein stellst, dass es dir um Eitelkeiten geht, sondern es geht darum, dass du alles für diesen Club reinschmeißt. Und dann, noch einmal, so ist meine Erfahrung, ich habe aber noch nie so eine Phase erlebt, wie wir sie jetzt gerade erleben, aber dann hat keiner ein Problem damit, ja, wenn du mal verlierst. Ja? Sondern dann sind es die Ersten, die dir die Hand reichen und dir beim Aufstehen wieder helfen, wenn du gefallen bist. Muss man in diesem Verein den Fans einfach auch klar machen, dass man Mensch ist und nicht Star? Also, jetzt sagst du in diesem Verein. Ich glaube, generell. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie lebt man das aus? Also, ich meine, heutzutage als Profi, du bist ja komplett gläsern. Du bist komplett gläsern. Ich meine, weißt du, Kai, als Thomas Linke seine Verlobung bekannt gegeben hat, ne? Da war der TL, Steffen Freund und ich, wir waren bis oben, ne, bis oben zu. Hat keiner mitbekommen. Am nächsten Tag war Training. Ist auch keinem aufgefallen, dass wir vielleicht ein bisschen unrunder gelaufen sind als sonst. Oder vielleicht sind wir sogar besser gelaufen. Ja, weil wir sonst nicht konnten. So, aber weißt du, da gibt's halt Dinge, die blieben halt unterm Teppich. Ne? So, und heutzutage durch die sozialen Medien, bist du komplett gläsernd und innerhalb von Sekunden kriegt die ganze Welt mit, was da vielleicht gerade falsch oder richtig gelaufen ist. Und das macht es halt ein Stück weit auch schwieriger für die heutige Generation. Ja, sie werden immer beäugt, sie sind immer auf dem Präsentierteller, man achtet darauf, was hat er an, welches Auto fährt er, oh, da ist er in der Kneipe. Da fragt doch keiner, war der um 10:30 zu Hause? Nee, dann heißt er, ist um 16:30, mussten sie mit 3 Leuten raustragen. Das macht's halt etwas gefährlicher. Und das musst du wissen als Spieler, dass du, oder generell als jemand, der in verantwortungsvoller Position für den Verein arbeitet, dass du mit gewissen Dingen leben musst, aber du hast ja auch ein paar Annehmlichkeiten. Anderes Thema, aber irgendwie auch nicht. Es geht um unsere Zukunft. Du warst zuletzt gemeinsam mit Peter Knebel und Norbert Elgert Teil der sogenannten Taskforce-Kaderplanung. Die Rolle hat nun Schobi übernommen. Kannst du uns da einen Einblick geben, was diese Taskforce macht, wie diese Taskforce arbeitet? Ja, die bereitet Dinge vor, die uns hoffentlich wieder in eine erfolgreichere Zukunft führen. Also wobei man auch sagen muss, dass ich bin ja jetzt seit Anfang Dezember nach der Trennung von Michael Reschke, bin ich ja auch näher rangerückt und habe da auch schon viele Themen mitbekommen, begleitet und auch da wurde intensiv gearbeitet. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es für uns als Verein ein ganz, ganz schwieriges Transferfenster war. Also du musst erstmal Spieler finden, die sich darauf einlassen. Ja, und ich weiß, man ist als Außenstehender immer sehr hart dabei und sehr schnell dabei zu urteilen, weil der einzige Parameter, der zählt, ist, hast du Erfolg oder hast du keinen Erfolg. Aber wenn ich sehe, mit wie viel Leidenschaft, Hingabe auch sich CEO zum Beispiel diesem Verein verschrieben hat, auf wie viel der verzichtet hat, nur um uns helfen zu können, um uns in der Phase unterstützen zu können. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber das, was er verdient, reicht doch immer noch, um 2-mal am Tag warm zu essen. Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz hat er da ganz eindeutig gezeigt, für welche Farben sein Herz schlägt. Oder ich sehe den Hunter. Ja, ich sehe den Hunter, der wäre zu 99,9% wäre der niederländischer Meister geworden. Der steht im Pokalfinale und die stehen im Achtelfinale der Euroleague. Ja? Und der sagt von sich aus, nein, Schalke 04 bedeutet mir so viel, die brauchen jetzt meine Hilfe, ich möchte die unterstützen. Ja? Zu einem Gehalt, puh, ja,
was beileibe nicht hoch ist, exorbitant hoch ist, in unserer Kaderstruktur. Also das macht er, weil er diesen Verein liebt. Und jetzt kann man natürlich auch bei Hunter sagen, ja, aber der hat doch nur 10 Minuten gespielt. Wie konntet ihr den holen? Der ist doch schon 37. Man vergisst aber, dass der Hunter im Dezember, ja, von den letzten 4 Spielen, die er gemacht hat, bevor er zu uns wechselte, hat er 2 über 90 Minuten gemacht, 1 über 83 Minuten und gegen Twente kam er dann für 10 Minuten rein und macht die beiden Buden und macht in den 4 Spielen 5 Buden. Und wenn ich den, auch vor meiner Zeit als Co-Trainer, durfte ich ihn ja das ein oder andere Mal sehen, bei den Trainingseinheiten. Und wenn ich mir dann seine Abschlüsse anschaue, dann sage ich, die sind überragend. Die sind überragend. Und es ist scheiße, dass es uns bisher nicht gelungen ist, mit ihm zusammen ihn öfter auf den Platz zu bringen. Ja, durch diese beschissene Wadenverletzung. Weil der hätte uns absolut geholfen. Aber de facto hat er bisher nur 10 Minuten gespielt. Und ich hoffe und ich glaube, dass er uns in den kommenden Spielen noch sehr, sehr helfen wird. Ja, aber auch das vergisst man zu schnell. Der ist einen unangenehmen Weg gegangen. Ja? Und was bekommt er dafür? Eigentlich nur hohen Spott und der Verein Tadel. So, also du musst ja, wir reden alle oder wir haben alle von Veränderungen gesprochen, von neuer Energie, die wir brauchen. Ja? Wir haben aber auch gleichzeitig gewusst, viel ist in der Kasse nicht. So, und ich finde, wir haben da 2 Spieler für uns gewonnen, die diesen Verein absolut leben. Und wir sollten echt dankbar sein. Dankbar sein, dass die diesen schwierigen Weg mit uns gegangen sind. Oder auch Musti. Natürlich ist es scheiße, wenn er da sein Eigentor macht und gegen Weghorst den Ball verliert. Ja, das weiß er selbst. Ne? Aber auch Musti, der ja vorher nichts mit Schalke zu tun hat. Wenn man den sieht im täglichen Austausch mit den jungen Spielern, ja, dann weiß man, das geht ihm hier nicht am Arsch vorbei. Und er sitzt hier seine Zeit nicht ab. Und auch das sollten wir mal bewerten. Ja, das war echt ein schwieriges, ein schwieriges Transferfenster. Wir haben intern wie extern gehört, ihr könnt nur investieren, wenn ihr verkauft. Ja, so, es war klar, dass Liverpool nicht am 1. Januar kommt und sagt, hey, wir hätten gerne den Kabak. Das ist halt so, ne, dass solche Geschäfte sich ziehen. Ja, dann kann man als Außenstehender und da will ich mich gar nicht rausnehmen. Da habe ich vielleicht manchmal früher auch so gedacht. Ne? Da kann man sagen, hey, aber was machen die da? Warum kriegen die das und das nicht hin? Ja? Und dann ist man selbst involviert und sieht die Zusammenhänge. Und da muss man sagen, hey, für das, was wir konnten, haben wir eigentlich einen guten Job gemacht. Das hört sich jetzt blöd an. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich mir gerne auf die Schulter klopfe. Beileibe nicht. Aber es ist nicht immer so einfach, wie es von außen aussieht, weil das hängt doch an verschiedensten Parteien, die alle ihre Interessen haben. Ja, und dann denkst du manchmal, hey, bei dem und dem Transfer bist du schon so weit, dass eigentlich nur noch die Unterschrift fehlt und auf einmal kommt noch was, pupp, und das ganze Ding platzt. Weil das ist ja auch kein Wunschkonzert. Und von daher bin ich dankbar für die Erfahrung, die ich da machen durfte, sage aber auch, und da beziehe ich mich ja selbst mit ein, dass man sich als Außenstehender Dinge manchmal wesentlich einfacher vorstellt. Ja, und jetzt kommen wir wieder zur Taskforce. Entschuldigung. Ja, ich habe euer Thema. Interview Nein, ein bisschen gesprengt. Nee, so, alles gut. Und natürlich haben wir uns dann auch mit Themen beschäftigt, so wie es jetzt Danny war, auch in der Zeit, als Jochen noch da war. Ne? Weil wir gesagt haben, hey, wir brauchen wieder eine gewisse Identität, eine gewisse DNA, weil wir wissen, dass die Aufgaben, die auf uns zukommen, und damals sind wir ja noch davon ausgegangen, dass wir mit einer guten Wahrscheinlichkeit die Liga halten können, aber dass wir gesagt haben, hey, wir müssen wieder darauf achten, dass wir auch Spieler wieder für uns gewinnen, die wissen, was es bedeutet, für diese Farben aufzulaufen, ja. Und diese Arbeit wird jetzt fortgesetzt und Danny Latzer war dahingehend der
der erste Transfer. Und Danny kommt nicht zu uns, weil wir Schubkarren vorgefahren haben. Ja, beileibe nicht. Ich glaube, dass er in Mainz mehr verdient hätte als bei uns. Sondern weil er sich auch bewusst für diesen Weg entschieden hat. Weil es für ihn auch ein Nachhausekommen ist. Wir können Leute nicht mehr mit der Wirtschaftlichkeit abholen. Ja, so die Zeiten, die sind vorbei, sondern wir müssen die Leute abholen mit einer Geschichte, mit einer Idee. Ja, und die Idee muss ganz einfach die sein, dass wir hier bald wieder 60.000 Leute haben. Ja, und wir in einer Symbiose, ja, gemeinsam wieder großartige Dinge schaffen. Und die Aufgaben werden wahnsinnig schwer sein. Ja, und die wird keiner alleine schaffen. Die wird kein Trainer alleine schaffen. Die wird keine Mannschaft alleine schaffen. Die wird der Verein an sich alleine nicht schaffen, sondern die werden wir nur zusammen erreichen können. Und auf dieses Projekt freue ich mich eigentlich. Ja, gemeinsam mit vielen, vielen anderen Wahnsinnigen hier etwas bewegen, damit wir alle mal wieder einen Grund haben zu lächeln. 1000 Freunde, die zusammenstehen. Ja, das ist, weißt du, das ist einfach gesungen oder gesagt. Aber so in diesen verdammt schwierigen Zeiten, da kommt es halt umso mehr drauf an. Und war es Charlie, der gesagt hat, pass auf, wenn wir erfolgreicher sind, haben wir genügend Schalker. Also, ne? Wir brauchen sie, wenn sie nicht erfolgreich sind. Ja. Genau. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Aber das ist auch nicht so, dass wir jetzt erwarten können und müssen, dass die Leute von alleine kommen. Wir müssen die Leute wieder abholen. Wir müssen die Leute berühren. Wir müssen authentisch sein. Und da sind wir auch in der Bringschuld, denke ich. Aber authentisch vom Herzen heraus sein und nicht, natürlich, weil wir es authentisch uns sagen. Genau, weil alles andere ist ja nicht authentisch. Also wenn es nicht aus dir herauskommt, von innen herauskommt, dann ist es gespielt. Ja, und auf gespielte Klamotten hat doch keiner Bock. Ja, sondern es geht darum, dass wir wieder dieses Miteinander pflegen, dass wir bereit sind, auch füreinander Schläge zu kassieren. Ja, und uns nicht dann wegducken und sagen, hey, ich war das nicht, aber das war der Kai. Ja? So, wenn der Kai dann voll in die Fresse kriegt, dann drehe ich mich um und wende mich halt mit einem Lachen ab. Nee, das geht nicht. Ja? So habe ich Schalke nie empfunden. So, und deshalb, ja, müssen wir uns wieder umeinander kümmern, füreinander sorgen. Ich glaube, das ist etwas, was wir wieder brauchen, weil wir wissen, dass dieser Verein ist wirklich fantastisch. Also wir haben so viel Energie, ja, so das ist ja Wahnsinn. So, und wir müssen halt schauen, dass wir die Energie in eine Richtung fließen lassen. Und dazu müssen wir alle unseren Teil beitragen, ja. Und ich meine, weißt du, wir haben jetzt wirtschaftlich, hört man immer wieder, sieht's nicht so rosig aus. Sportlich sind wir in einer Phase, die keiner von uns sich in den schlimmsten Albträumen je hätte vorstellen können. Also wir liegen ja eigentlich komplett am Boden. Aber wenn wir es jetzt schaffen, gemeinsam aufzustehen, ja, entschuldige bitte, aber was will uns dann noch aufhalten eigentlich? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen beschissen an oder bescheuert an, aber so ist es doch. Weißt du, wenn wir es schaffen, durch dieses Tal gemeinsam gegangen zu sein, ja, entschuldige, dann können wir doch die ganze Welt erobern. Aber alleine werden wir alle verschwinden. Aber gemeinsam können wir viel erreichen. Und wie gesagt, ich hab da totalen Bock drauf und das wird echt nicht einfach. Es wird echt nicht einfach, weil der Fan an sich, nicht nur bei uns, hat sich ja auch ein Stück weit dran gewöhnt, nicht mehr ins Stadion zu gehen. Weißt du, die Leute haben auf einmal entdeckt, hey, so ein Samstagnachmittag kann man auch anders verbringen. Na? Ich weiß nicht, das wirst du ja höchstwahrscheinlich auch ab und zu schon mal gehört haben in deinem Umfeld. Definitiv. So, ich habe es auch gehört. Ne? Und unsere Aufgabe ist jetzt, also meine Aufgabe, sage ich mal, ich will nur bei mir bleiben, ist, diese Leute wieder einzufangen, diese Leute zu überzeugen von der Idee. Ne? Diesen Leuten wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und ich möchte wieder Momente erleben, wie ich sie schon zuhauf erlebt habe. Weißt du, so
2019 war es im März oder war es vielleicht schon Anfang April, Auswärtsspiel in Hannover. Ha? Uns geht's total scheiße. Es geht darum, oh mein Gott, ne? Fallen wir jetzt noch tiefer in Richtung Abstiegszone oder schaffen wir jetzt einen kleinen Turnaround? Und da sind 12.000 Blaue. 12.000 Blaue. Ich habe heute noch das Video auf meinem Handy von der Kurve, ne? Wo dann die Jungs später reingehen. Oder wenn wir ans Revierderby denken. So, das sind doch die Momente, an denen sollen wir uns klammern. Aber die kommen nicht mehr von alleine. Dafür müssen wir sorgen. Jeder Einzelne von uns. Du musst dafür sorgen und ich muss dafür sorgen. Und jeder Einzelne da draußen muss dafür sorgen, dass wir solche Momente wieder erleben, gemeinsam erleben. Und jetzt gilt es nicht darum, sich wegzuducken oder zu sagen, okay, komm, abgehakt. Nein, Schalke kann uns doch nie gleichgültig sein, oder? Wir können mal Ärger haben mit dem Blauen. Und ich meine, weißt du, diese Situation hatte ich auch schon 100-mal. Wo ich gedacht habe, ey, was passiert hier gerade mit dir? Ja? Wo man sich vielleicht auch mal ungerecht, unfair behandelt fühlte. Ja. Gestern hat mich noch einer gefragt, der gesagt, Mike, wieso tust du dir das eigentlich immer an? Ich sagte, ja, weil ich den Verein liebe. Und dann sagt er, ja, aber sind da nicht manchmal auch Dinge schiefgelaufen in den letzten Jahren, auch mit dir? Ich sagte, ja. Sag ich, aber weißt du, ich liebe doch den Verein. Ja, der Verein sind doch auch die Menschen. Die Menschen, wenn ich durch GE gehe. Weißt du, die alten Leute, die vielleicht 58 noch eine Meisterschaft erlebt haben. Oder die kleinen Kinder, die jetzt vielleicht müde belächelt werden, ja, weil sie ihr königsblaues Trikot tragen. Und die sind umgeben von irgendwelchen komischen Farben, ja, die aber nichts mit unserer Stadt zu tun haben. Das ist doch für mich der Verein auch. Ja? Und für die möchte ich eintreten, weil die Leute haben mir so viel gegeben an emotionalen Momenten. Und jetzt ist halt an der Zeit, davon auch mal ein bisschen zurückzugehen. Bujo, es liegt ein harter Weg vor uns, aber ja. Ich glaube, wir beide sind uns einig, solange man mit Stolz dieses Emblem auf der Brust trägt, werden wir ihn gemeinsam gehen. Danke für diese intensiven Worte. Ich hoffe, wir werden uns vielleicht in 2 oder 3 Jahren wieder hier zusammensetzen. Also spät erst? Nein, ey. Ich hoffe, dass wir, weiß ich nicht, 22 wieder eine Menge feiern können. Aber wie gesagt, der Weg, ja, ist steinig, der Weg ist lang und der fängt halt mit ganz kleinen Schritten an. Ne? Und das sind Etappen und die müssen wir jetzt gehen, damit wir 22, 23 wieder da sind, wo wir eigentlich hingehören, wo wir uns eigentlich auch selbst sehen, ne? was auch unser Anspruch ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir größenwahnsinnig sind, das hat eigentlich nur was damit zu tun, dass wir ein geiler Club sind. Ich glaube, wenn alle so viel Feuer im Herzen haben wie du für diesen Verein, dann werden wir es relativ schnell wieder schaffen. Danke dir für das Gespräch. Ich würde es mir wünschen. Danke.